Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Heute geht es um Kinder und Zeichentrickfilme. Und die Seite science.orf.at hat eine Meldung dazu veröffentlicht. Und weil ich mir die nicht alleine tun kann, das ist sehr, muss ich euch wieder mit reinziehen. Link zum Artikel natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erste gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meinen Kanal Autismus Musikkanal, als auch der Link zu meiner Kooperationspartnerin rund um Autismus Einbrücken Kanal. Auch da bitte schön ein Abo dalassen. Als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr meine Comics sein aber geben könnt. Als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Wahrnehmung. Kinder im Autismus-Spektrum sehen Filme anders. Und dieser Titel ist auf jeden Fall umgeändert worden, denn die vom ORF haben Kinder mit Autismus geschrieben. Was natürlich falsch ist, ne? Und da dieser Artikel sowieso provokant wirkt, werden wir diese Reaction dazu nutzen, die Stellen bzw. die Abschnitte, in der Kinder mit Autismus als auch Kinder ohne Autismus vorkommen, einfach so umzuändern. Der Link zum Artikel, habe ich ja schon gesagt, ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr das Original sehen. Hier bei Kanal Autismus gibt es halt die geänderte Fassung zu hören. Fackeln wir nicht lang drum rum. Los geht's. Kinder im Autismus-Spektrum richten ihre Aufmerksamkeit in Filmen und andere Dinge als Kinder außerhalb des Autismus-Spektrums. Über die Kindheitsjahre hinweg nehmen diese Unterschiede laut einer neuen Studie unter Leitung der Universität Genf deutlich zu. Und hier sieht man ja auch schon auf der Seite. Also hier sehen wir ein Snoopy, welches eine Spielzeuggießkanne in der Hand hält. Aber was soll dieser komische J auf seinem Bauch? Verstehe ich nicht. Aber gut, verstehe wer will. Wenn das eine Kinderzeichnung sein soll, dann habe ich nichts gesagt. Weiter geht's. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die soziale Aufmerksamkeit frühzeitig in klinischen Behandlungen berücksichtigt werden sollte, schrieb das Genfer Forschungsteam in der im Fachjournal eLife veröffentlichten Studie. Die Forscherinnen und Forscher der Universität Genf, in Klammern UNIGE, oh, klingt interessant, diese Abkürzung, UNIGE, habe bisher auch noch nie in den Reactions gab, wo die Universität Genf eine Rolle spielte. Lesen wir den Satz nochmal zu Ende. Untersuchten die Aufmerksamkeit von Kindern mit der Eye-Tracking-Methode. Und die Eye-Tracking-Methode, das ist dann nicht mehr die einzige Reaction, die wir zu dem Thema behandelt haben. Weiter geht's. Dazu ließen sie 166 Kinder im und 51 außerhalb des Autismus-Spektrums Sequenzen eines Zeichentrickfilms anschauen und zeichneten auf, wohin sich die Blicke der Kinder richteten. Die Studienteilnehmer, alles Buben, waren zwischen 2 und 7 Jahre alt und wurden im Laufe ihrer Entwicklung immer wieder getestet. Und warum auch nicht die Mädchen? Es gibt ja auch Mädchen im Autismus-Spektrum. Wir haben das Jahr 2024 und man testet immer noch Buben. Kann man sich echt nicht ausdenken, oder? Mein Gott. Es gibt ja noch 3 Abschnitte und dann ist Schluss. Interesse an Objekten und Landschaft. Ja. Und an Objekten und Landschaft sieht man auch auf dem Snoopy-Bild, ja. Die Landschaft sieht eher aus wie eine Wüste, also was hinter Snoopy ist. Da, wo Snoopy steht, ist dann wieder eine Wiese. Oder ein Bauernhof,
Man erkennt ja auch ein paar Felder. Beziehungsweise einen Garten. Sagen wir es mal so. Weiter geht's. Bei den Kindern außerhalb des Autismus-Spektrums beobachteten die Forscherinnen und Forscher mit zunehmendem Alter eine Synchronisation der Blicke. Die Kinder richteten ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf die gleichen Elemente einer Szene. Diese Synchronisation fehlte bei den Kindern im Autismus-Spektrum. Sie zeigten ein Interesse an anderen Arten von Reizen, beispielsweise an Objekten oder an bestimmten Unregelmäßigkeiten in der Zeichentricklandschaft. Mit der Zeit entwickelte jedes Kind im Autismus-Spektrum seine eigenen einzigartigen visuellen Vorlieben. Ja, und an den Objekten und bestimmten Unregelmäßigkeiten der Zeichentricklandschaft sieht man schon auf der Spielzeuggießkanne. Ich meine, so sieht doch keine Gießkanne aus. Deswegen ist sie auch so besonders. Und dass Hunde Finger haben. Weil eigentlich haben Hunde ja Pfoten. Irgendwie wurde ich falsch aufgeklärt, was Hunde sind, aber meine Güte, jetzt kriege ich Ärger von meiner Mutter. Das weiß ich jetzt schon. Wie komme ich denn darauf, dass Hunde Finger haben? Oder dass Hunde Pfoten haben? Ich meine, jetzt bin ich ganz verwirrt. Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich gerade. Letzter Abschnitt noch, komm. Die Art und Weise, in der ein Kind eine soziale Szene wie den verwendeten Cartoon betrachtet, kann laut Studie zur Vorhersage künftiger sozialer Schwierigkeiten herangezogen werden. Eine soziale Szene. Wo bitteschön bei dem Snoopy-Bild ist das sozial? Hä? Gut, man engagiert sich ja für den Garten oder den Erhalt des Gartens. Oder man hilft, die Blumen zu wachsen. Ja, kann auch sozial sein. Gar keine Frage. Aber warum eine Wüste? Na gut, die Ackerlandschaft dahinter könnte ja auch für die Bauern aktuell, die streiken ja derzeit bei den Traktoren, könnte auch eine Unterstützung für die Bauern sein. Und ist es da rechts an der Ecke ein Kirschbäumchen oder so? Ja, Japan lässt grüßen. Ach, jetzt weiß ich, warum der Hut da ist. Okay. Weiter geht's, komm. Diese Arbeit zeigt, dass Kinder im Autismus-Spektrum, wenn sie nicht schon früh Interesse an sozialen Interaktionen zeigen, zunehmend desinteressierter werden. So Studienleiterin Marie Scheer in der Mitteilung der UniG. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Etwas, was wir schon mal in einer Video-Reaction mal thematisiert haben, wenn ich mich recht erinnere, weil da wurde auch eine Analyse gemacht, wo schauen Kinder außerhalb des Autismus-Spektrums hin und wo schauen Kinder im Autismus-Spektrum denn hin? Und in dem Falle, wie Snoopy im Garten, ist es halt die Spielzeuggießkanne. Schaff dir doch bitte eine richtige Gießkanne an. Ich meine, du bist doch schon so alt. Wir kennen dich schon seit Peanuts. Aber gut. Und deshalb meine Frage an euch: Was haltet ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp., als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und wir kommen jetzt zu dem Nachtgedanken. Und zwar lesen wir wieder aus dem Buch von Dr. Peter Schmidt: Ein Kaktus zum Valentinstag, ein Autist und die Liebe. Vorboten einer fernen Sehnsucht. Hohe Tannen rauschen draußen im Winterwind. Ich bin im Warmen drinnen und schaue aus dem geöffneten Fenster. Es ist Dezember, der dunkelste Monat im Jahr. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Starr stehe ich am Fenster, starr sehe ich hinaus. Mein Blick gilt einem Fußweg, der im fahlen,
punktuellen Licht der Straßenlaterne liegt und steil einen Berghang hinaufführt. Von dort bin ich vor fast 2 Stunden hergekommen. Meine Ohren lauschen dem stillen Rauschen der hohen Tannen, deren Zweige da draußen im Winde wedeln. Das erinnert mich an die stillgelegene Hütte des Almöi aus der Zeichentrickserie Heidi. Genauso wie in diesem Film rauschen die Tannen jetzt in der Einsamkeit, meiner empfundenen Einsamkeit. In meinem Gesicht beginnt es zu regnen. Ich war noch niemals im Leben so traurig wie jetzt. Es ist etwas passiert, das ich so noch nie vorher erfahren habe. Ich glaube, die Menschen nennen es Liebe, die verloren ging. Mein Gesicht regnet sich ein. Erst ein paar Tropfen, dann gießt es kitzelnde Ströme auf der Haut. Dieses Gesichtswetter dauert mehrere Stunden. Es regnet mal stärker, mal wieder schwächer. Ich bin nicht in der Lage, so wie sonst der Natur vor meinem Fenster einfach zuzuschauen, einfach die Stille des Augenblicks zu genießen. Stattdessen erkenne ich, dass ich das erste Mal im Leben im Zusammenhang mit einem Menschen traurig bin. Und damit vor allem, dass ich mein Leben nicht einsam und allein verbringen will. Die latent in mir stummende Sehnsucht nach zweisamer Romantik ist erwacht. Noch nie fühlte ich mich so einsam. Allein sein, das kann ich immer wieder genießen, weil ich dann selbst bestimmen kann, was geschehen soll und was nicht. Aber einsam sein? Das will ich nicht. Diese Erkenntnis überkommt mich, wie die Morgenröte die Nacht ablöst. Die Liebe kam an mich nicht heran, und ich kam nicht an die Liebe ran. Und wer weiß, ob das, was ich glaube, unter Liebe nun verstehen zu können, auch das ist, was die geliebte Person darunter versteht. Am fernen Horizont der wüstenhaften Gegend, die mein aktuelles inneres Erleben beschreibt, zeichnet sich eine spitzgratige Silhouette scheinbar unüberwindlicher Berge ab. Meine Lebensstraße führt geradewegs darauf zu. Die Liebe, die ich entdeckte und noch bis vor wenigen Minuten sah, verschwand bei meiner Annäherung wie eine Fata Morgana. Vor mir liegen nichts als viele, viele Meilen Wüste. Vom grünen Land der Liebe ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Gar nichts. Ganz im Gegenteil. Die spitzgratigen Berge am Horizont verheißen himmelhohe Gebirge, also Gebiete eisiger Kälte, die zu überwinden sind, um in ein Land zu gelangen, in dem ich meine eigene Familie haben werde, in dem ich glücklich sein kann. Ich spüre, dass für mich der Weg zu so einer wahren Freundschaft und Liebesbeziehung unermesslich lang und unendlich schwer sein könnte. Einige meinen sogar, es gebe ihn für mich gar nicht. Warum? Was steht da bloß im Weg, das ich nicht sehen kann? Ich verstehe das nicht. Immer wieder ist es das versteckte Zwischenmenschliche, das alle Menschen um mich herum auf Anhieb verstehen. Ich dagegen nicht. Und immer wieder frage ich mich, warum die Menschen Dinge wie Wegstrecken und Logik, die für mich auf Anhieb klar sind, nicht oder nur sehr mühsam begreifen. Wieder einmal fühle ich mich einsam, verlassen, abgeschoben, verstoßen. Was war geschehen? Wie konnte es dazu kommen? Ich war verliebt, ohne Gegenliebe. Gute Nacht.